Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video heute, meine Leute. Und zwar möchte ich mit euch heute über ein Thema sprechen, über das man normalerweise nicht spricht, und zwar das Thema Cannabis. Heute stellen wir uns die Frage, Cannabis das Teufelszeug oder auch nicht? Ich werde euch verschiedene Argumente von Politikern nennen, ich werde euch meine Argumente nennen. Und ich werde euch erstmal aufzeigen, was ist Cannabis, was ist die Pflanze Cannabis, welche Wirkung hat das und so weiter und so fort. Also beginnen wir mit dem Video. Was ist Cannabis eigentlich? Als Cannabis wird bezeichnet die Blüte von der weiblichen Hanfpflanze, die dann den Wirkstoff THC, also Tetrahydrocannabinol oder CBD enthält. Hanfpflanzen, was ist das überhaupt für Leute, denen das jetzt erstmal nichts sagt? Hanfpflanzen gehören in die Gattung der Hanfgewächse. Sie sind einer der ältesten Nutz- und Zierpflanzen und sie wachsen tatsächlich in sehr, sehr vielen Gebieten, fast überall. Russland zum Beispiel auch, was man nicht denken würde. Aber trotzdem wächst da Cannabis, das sogenannte Ruderalis. Aber sonst hauptsächlich wachsen Cannabispflanzen bzw. Hanfpflanzen in wärmeren Gebieten wie zum Beispiel Mittelmeerraum und so weiter und so fort. Die Wirkung. Cannabis, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist ein Rauschmittel, eine Droge und hat demnach auch bestimmte Wirkungen. Von Cannabis sind die Wirkungen, können von euphorisch gehen, können neuartige Gedankengänge haben, das heißt, man denkt irgendwas, man hat größere Gedankensprünge und hat dadurch vielleicht auch mal irgendwelche Offenbarungen, sage ich jetzt mal so. Euphorische Wirkung nochmal zu erklären, also man fühlt sich gut, es werden Glücksgefühle hervorgerufen. Bei Cannabis ist es so, dass die Wahrnehmung sehr stark und sehr intensiv ist. Zum Beispiel Bilder kann man stärker wahrnehmen, die Farben darauf oder auch Geräusche, aber auch Berührungen sind unter Cannabis sehr intensiv. Unter Cannabis können die Konsumenten anfangen zu denken, dass sie Menschen besser verstehen und das führt meistens auch dazu, dass sie Menschen besser behandeln. Weiterer Fakt, der Cannabis-Wirkung, die auch für die Medizin eingesetzt wird, ist der Fakt, dass Cannabis entspannt und einen so ein bisschen leicht fühlen lässt. Und ja. Natürlich, wie jede Droge, gibt es bei Cannabis nicht nur Wirkungen, sondern auch Nebenwirkungen. Und zwar kann Cannabis Angst- und Panikgefühle auslösen. Das ist dann das Gegenteil von den euphorischen Gefühlen. Cannabis kann zu Gedächtnislücken führen, weil Cannabis aufs Kurzzeitgedächtnis auswirkt. Beim Cannabiskonsum wird der Kreislauf angeregt, das heißt, es kann zum Herzrasen kommen. Durch dieses Herzrasen kann es auch zu Übelkeit oder eben Schwindel kommen. Und mit Vorveranlagung kann Cannabis tatsächlich auch zu Psychosen führen. Um einen ganz wichtigen Punkt zu nennen, diese Nebenwirkungen müssen nicht bei jedem Cannabis-Rausch auftreten. Cannabis-Rausch kann auch nur positiv sein, Cannabis-Rausch kann eben aber auch diese Nebenwirkungen haben. Ganz wichtig ist das Setting, das heißt, wo und wie, mit welchen Leuten man das konsumiert und eben, wie gerade eben bei den Psychoden schon genannt, ob man irgendwelche Vorbelastungen hat. Aber jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, wie kommen wir denn jetzt überhaupt zu diesen Wirkungen? Also, wie konsumiere ich das Zeug eigentlich? Cannabis kann auf verschiedene Arten konsumiert werden. Eine Art ist das Gebäck, wie jeder das wahrscheinlich kennt, die ganz beliebt, die Hashbrownies. Aber auch als Getränke kann es vermarktet werden, in denen dann THC oder eben CBD enthalten ist. Im Joint ganz klassisch, wie es wahrscheinlich am meisten konsumiert wird. Ein weiterer Teil der Konsumenten konsumiert durch eine Bong, also praktisch eine, ich sage jetzt Wasserpfeife, bei der der Rauch durch das Wasser gekühlt wird und somit in der Lunge nicht so heiß ankommt und nicht mehr so reizend ist. Die wahrscheinlich am gesündeste Art und Weise, Cannabis zu konsumieren, ist im Vaporizer. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Vaporizer ist,
Ja, im Vaporizer wird das Cannabis auch als Kraut ganz normal eingeführt und dort wird das Cannabis dann erhitzt, sodass es verdampft. Die Wirkstoffe, eben CBD oder THC, werden aktiviert und dann der Lunge zugeführt in Form von Dampf. Dabei ist natürlich der Vorteil, dass keine giftigen oder kaum giftige Zusatzstoffe in die Lunge geraten. Eben war jetzt erstmal die Einführung, was Cannabis überhaupt ist, wo das herkommt, wie man das konsumiert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Videos, und zwar die Argumente, mit denen Politiker meinen zu begründen, warum Cannabis nicht legalisiert werden sollte. Und da möchte ich mir jetzt erstmal die Drogenbeauftragte Marlene Mortler angucken. Und zwar das bekannteste Argument von ihr ist wahrscheinlich, was auch jeder kennt, Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Das Argument ist natürlich kompletter Nonsens, weil wie will man ein Verbot bzw. eine Tatsache mit sich selbst belegen? Das ergibt gar keinen Sinn. Man kann nicht eine Tatsache mit sich selbst belegen. Wir sprechen nicht von, was ist harmlos und was ist weniger oder mehr harmlos beziehungsweise mehr schädlich, sondern in der Regel macht die Dosis das Gift. Die Dosis macht das Gift. Da hat sie auch im Vergleich genannt, wie gerade eben gesehen, den Alkohol. Und auf Nachfrage macht aber eine Frage nach Safer Use sorgt sofort für Empörung. Sie sagten ja gerade in Bezug auf Alkohol, Cannabis, Tabak, dass die Menge und der Zeitraum entscheidend ist beim Konsum, also die Dosis macht's. Was halten Sie denn für einen verantwortungsvollen Rausch? Also wie kann man den Leuten zum Beispiel einen verantwortungsvollen Cannabis-Rausch beibringen? Das meine ich aber jetzt nicht ernst, oder? Absolut. Obwohl sie gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Das heißt, sie widerlegt sich selber praktisch. Sie sagt, die Dosis macht das Gift, aber Safer Use möchte sie gar nicht. Das ist praktisch eine Widerlegung ihrer eigenen Argumente. Und somit sind auch keine sinnvollen Argumente vorhanden. Weiter zeigt sie noch auf Einrichtungen für Suchtkranke. Natürlich gibt es Suchtkranke, wie ich auch bei den Nebenwirkungen schon genannt habe, durch ausgelöste Psychosen. Aber es bringt nichts, den Leuten Cannabis zu verbieten, die kein Problem damit haben, was, um nochmal zu erwähnen, der Großteil der Menschheit ist, die das konsumieren. Da bringt es nichts, sich die Leute anzugucken, die ein Problem damit haben. Denn wenn wir ein Problem damit haben, ist es klar, ist für uns nicht gut, aber hätte man das auch vorher einfach nicht konsumieren sollen. Wenn man kein Problem damit hat, warum sollte ich, meinetwegen, wenn ich jetzt kein Problem damit habe, bestraft werden, wenn ich das mache, weil andere auf diese Drogen, mit diesen Drogen nicht umgehen können? Das ergibt an sich keinen Sinn. Weiter möchte ich jetzt nochmal auf den Stefan Pilsinger eingehen. Der hatte ein Argument genannt, was mir auch ebenfalls nicht einleuchtet, beziehungsweise was auch fachlich keinen Sinn macht. Und zwar sagt dieser in der Cannabis-Debatte, Tabakwerbung verbieten wollen, aber Cannabis zu Steuerzwecken nutzen. Auch wird behauptet, dass durch eine mögliche Besteuerung von Cannabisprodukten erhebliche Einnahmen erzielt werden würden, die so der Suchtprävention und Aufklärung zugeführt werden könnten. Fakt ist aber, dass erhebliche Steuereinnahmen aus dem Vertrieb von Cannabisprodukten nur dann zu erzielen sind, wenn möglichst viel Cannabis auch vertrieben wird. Das finde ich grotesk. Tabakwerbung verbieten wollen, aber Cannabiskonsum zu Steuerzwecken nutzen. Es ist richtig, dass Tabakwerbungen verboten werden sollen durch die Parteien, die für eine Cannabis-Legalisierung sind und auch die Cannabis zu Steuerzwecken nutzen wollen. Allerdings wollen diese keine Cannabis-Werbung machen, sondern sind ebenfalls gegen Cannabis-Werbung. Und um einen weiteren Punkt zu nennen, wird Tabak heutzutage besteuert. Das heißt, Cannabis möchte er nicht besteuern, aber Tabak wird besteuert. Und die Steuer steigt momentan tendenziell an. Eine weitere Person, auf die ich eingehen möchte, ist die gute Emmy Zöllner.
Die hat auch geredet in dieser Cannabis-Debatte. Und zwar redet sie vom sogenannten Schutzauftrag. Wir als Politiker haben einen Schutzauftrag, den man nicht einfach wegwischen kann. Aber wie sollen Leute geschützt werden? Einfach durch Verbote. Das heißt, ich schütze dich, indem ich dich bestrafe, indem ich dir Geldstrafen aufzwinge, indem ich dir Haftstrafen aufzwinge. Wie soll mich das beschützen, wenn ich bestraft werde? Also das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, dass die Strafe da doch eindeutig härter ist, als wenn ich das Zeug einfach rauche und dafür nicht bestraft werde. Ich glaube, das hat größere Auswirkungen. Ein weiteres Argument, was sie nennt, ist die Einstiegsdrogentheorie. Auch in vielen Fällen dient es als Einstiegsdroge. Dazu ist direkt zu sagen, dass kein seriöser Wissenschaftler heutzutage noch etwas von der Einstiegsdrogentheorie hält. Weiter sagt Emi Zöllner noch, dass der THC-Gehalt in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark angestiegen ist. Sie wissen, dass der THC-Gehalt bei Cannabis in den letzten Jahren um das Dreifache auch gestiegen ist. Das ist allerdings auch wieder ein Argument, das sie nicht verwenden kann, denn dieser THC-Gehalt ist nur angestiegen aufgrund des Verbotes. Die Dealer haben mehr THC im Gras, beziehungsweise die Leute, die das anbauen, züchten da mehr THC drinne, weil eben dieses Verbot da ist, damit nicht so viel Cannabis gezüchtet werden muss, das für einen teureren Preis verkauft werden kann und weniger Cannabis eben praktisch konsumiert werden muss, um einen Rausch zu erhalten. Deswegen, also aufgrund des Verbotes, ist der THC-Gehalt gestiegen und sie kann nicht ein Argument bringen, sie kann kein Argument dafür nutzen, dass Cannabis nicht legalisiert werden sollte oder für das Verbot nutzen, was erst durch dieses Verbot entstanden ist. Das ergibt keinen Sinn. Meine Argumente, also meine Meinung zu diesem Thema, ist jetzt erstmal, die CDU steht praktisch mit ihrer Meinung, dass Cannabis nicht legalisiert werden sollte, alleine da. Es gibt zwar noch die SPD, die durch die GroKo die CDU unterstützt, aber selbst aus SPD und CDU gibt es einzelne Stimmen, die tatsächlich für die Cannabis-Legalisierung sind. Wie ich gerade eben auch schon an den Argumenten gezeigt habe, gibt es kaum bis keine Argumente gegen eine Legalisierung. Das heißt, alle Argumente, die genannt werden, sind praktisch Nonsens. Und jetzt möchte ich mich nochmal auf Artikel 2 im Grundgesetz berufen. Ich lese den einmal vor. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Ich würde sagen, dass ich mich in diesem Grundrecht praktisch eingeschränkt fühle, denn ich habe praktisch das Recht auf freie Entfaltung und wenn für mich die freie Entfaltung jetzt der Cannabiskonsum meinetwegen ist, ich schade keinem anderen, wie es hier steht, wodurch das theoretisch hätte verboten werden können. Ethische Gründe, weshalb das verboten werden können, sind auch nicht vorhanden. Also fühle ich mich in diesem Artikel 2 da in meinem Grundrecht eingeschränkt. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, wem schade ich damit? Ich schade allerhöchstens mir und solange ich nur mir schade und keinem anderen, sollte etwas legal sein. Weiter zerstört Cannabis nicht das Leben, das hatte ich auch schon mal leicht angesprochen. Nicht Cannabis, der Konsum zerstört das Leben, sondern die Strafe, die darauf folgt. Die Strafe, die durch das Verbot folgt. Wenn du ins Gefängnis gehen musst, wenn du irgendwelche Geldstrafen zahlen musst, das zerstört viel mehr dein Leben, als wenn du Cannabis konsumierst. So, kommen wir zum Fazit und somit auch ans Ende des Videos. Ich schlussfolgere jetzt aus dieser Argumentationsweise, die ich aufgezeigt habe und Gegenargumente genannt habe, aufgrund von meiner Argumentationsweise, aufgrund von Wirkung und Nebenwirkung, das Verhältnis, dass Cannabis kein Teufelszeug ist, sondern in der Medizin auch zum Beispiel sehr gut genutzt werden kann. Deswegen kein Teufelszeug, weil es in der Medizin genutzt wird. So, Cannabis ist eine Genussdroge, das heißt, was unterscheidet mich praktisch von demjenigen, der abends sein Feierabendbier trinkt? Da ist kein Unterschied. Also Cannabis ist eine Genussdroge. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, bei meinen Argumenten, dass Cannabis eben nur mir selbst schadet und dann eben als komplette Schlussfolgerung, Cannabis sollte legalisiert werden. Was denkt ihr zu dem Thema? Eure Meinungen würde ich gerne in den Kommentaren sehen. Gebt dem Video doch gerne ein Like, lasst ein Abo da, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.